Heute! Ich werde 24 Stunden lang den Lifestyle einer Schwangeren leben und eventuell auch etwas ausnutzen. Ich habe richtig Lust auf einen Crepe, Waffelpommes. Du musst so ein bisschen schön küssen. Wie wird es sich anfühlen, mit einem übergroßen, runden Bauch durch Berlin zu laufen? Und wie werden die Blicke und Reaktionen der Menschen sein? Und die wichtigste Frage, wird mir jemand einen Platz in der Bahn anbieten? Meine Fruchtblase platzt! Me. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und Maurice und ich waren letzte Nacht zusammen in einem Bett. Da ist etwas passiert und da ist mir über Nacht so ein Bauch gewachsen, Leute. Und ich würde sagen, Maurice, du bist heute 24 Stunden Vater, ich werde Mutter. Ich werde 24 Stunden schwanger durchs Leben laufen. Jetzt sehe ich natürlich noch nicht schwanger aus. Das Ganze wird aber... Naja, also was? Du hast schon ordentlich reingelangt mit deinen ganzen Adventskalendern und Süßigkeiten. Gleich kommt das nicht mehr zum Thema, denn gleich bin ich schwanger und nicht mehr fett. Also deswegen mache ich das Video, weil man kann halt essen und man isst für zwei Leute. So ist es halt einfach das Leben, ne? Also ich würde sagen, wir machen mich jetzt schwanger. Das hört sich komisch an, aber ja, wir machen mich jetzt schwanger. If you're schwanger and you know it, clap your hands. Na? Sehe ich schwanger aus? Also, ich hätte das nicht gedacht, aber ich finde es richtig sexy, also. Wirklich. Was? Also, das liegt jetzt am Kleid. Nee, wirklich, also, das steht dir wirklich. Wow, ich finde das so schön. Können wir wirklich ein Baby machen? Du laberst gerade Kacke, ich bin 21, geh mal weg. Natürlich, ja, du siehst aus wie so eine Assi-Bratze. Mann, was ist los, Alter? Okay. Aber es sieht echt. Der wievielte Monat ist denn das? Das muss echt kurz vor der Explosion. Vor der Geburt sein. Vor der Explosion. Kannst du mal ein bisschen meinen Bauch. Oh, es trampelt. Spür mal. Und hörst du es? Es sagt: Papa, dein Ohr stinkt nach Salami. Ich kann mal meinen Bauch grummeln. Hä? Maurice, das ist auch die erste Sache, die ich mit dir machen möchte. Ich möchte so ein schönes Schwangerschaftsfoto mit dir machen, wo du so meinen Bauch küsst. Das können wir uns dann auch richtig groß als Plakat aufhängen, wenn unser Kind geboren ist. Okay, also schön hier einmal drauf küssen. Bevor meine Fruchtblase heute noch platzt, solltest du auf jeden Fall schnell den Channel abonnieren, denn hier findest du immer wundervollen Baby-Content. Also, und du musst so ein bisschen schön küssen. Oh. Eine wichtige Sache vor der Geburt, ne? Man muss ja das Ganze auch planen, das ganze Leben mit einem Kind. Und das Wichtigste ist natürlich der Name des Kindes, ja? Der bestimmt natürlich schon vor, wie das Kind wird. Deswegen, aber wir brauchen auf jeden Fall eure Hilfe. Du musst jetzt mal einen Namen für unser Baby in die Kommentare schreiben und dann wählen wir nächstes Mal einen aus. Okay. Und jetzt müssen wir natürlich auch erstmal ein bisschen nach draußen gehen. Ich brauche ein bisschen frische Luft, ich brauche was zu essen. Wir müssen mal in die Schwangerschaftsabteilung, ne? Da begleitet mich mein lieber Freund, der liebe Vater natürlich mit hin, oder? Mit. Du bringst den Müll runter. Ich kann nämlich nichts mehr tragen, denn mir ist das alles zu schwer. Kannst du bitte meine Jacke anziehen? Ich kann das nämlich auch nicht mehr richtig. Übrigens, das ist die Sicht. Ich kann mich kaum hinsetzen. Ey, Maurice, ich krieg meine Schuhe wirklich nicht an, ne? Herr Gatte, helfen Sie mir. Genau heute trägst du die Schuhe, die am schwierigsten anzuziehen sind. Bestimmt. Ja, weil es so... Weil es zu dem Kleid passt. Hallo, gib mir meine Schuhe. Du bestimmst nicht, was ich anziehe und was nicht. Nein, nicht die Schuhe, Maurice. Also ich lasse das passt nicht. Rumkommandiert. Maurice, zieh mir meine anderen Schuhe an. Siehe da, wer kann sich jetzt doch auf einmal die Schuhe anziehen, ey, nur weil ich es nicht mache? Wenn das wirklich so läuft, ne? In 10 Jahren, wenn das wirklich so läuft. Nee, Maurice, darauf habe ich wirklich gar keinen. Dann ist you, dann machen wir ein Kind. Also ich freue mich echt schon auf die Blicke von den anderen. Ich habe das noch gar nicht. Ich weiß, ich mache mir mal keine Gedanken, ne? Ich denke mir so, hey, wir machen so ein Video. Und jetzt merke ich erst, hey, wir werden gleich durch die Stadt gehen und die Leute werden wahrscheinlich wirklich denken, dass ich komplett hochschwanger bin. Weißt du, und wir wirklich ein Kind bekommen. Ist ja nicht verwerflich, aber oh, wir müssen den Müll noch mit rausnehmen. Aber kannst du den heute mal mit rausnehmen, weil ich kann leider gar nichts tragen. Leider nein, leider gar nicht. Natürlich, mein Schätzchen, das mache ich natürlich gern für dich. Das ist so lieb von dir. Tschüss, Maurice. Ich gehe heute mal nicht in den Müllraum, weil Frank und ich, so heißt er bis jetzt, sowas leider nicht abkönnen, weißt du, wegen den Hormonen und so. Also egal, wie sehr du mich heute ärgern oder rumkommandieren willst, du wirst heute mit diesem Bauch schlafen, also viel Spaß. Oha, wie soll ich damit schlafen? Das sind 24 Stunden. Okay, unser Nachbar kam gerade, der hat sich köstlich über den Bauch amüsiert. Ich weiß nicht, was daran lustig sein soll, wirklich. So, normalerweise fahren wir in die Stadt ja immer mit dem E-Roller oder mit dem Fahrrad. E-Roller wäre diesmal zu gefährlich und Fahrrad kriegt Kim nicht hin mit ihrem Bauch. Deswegen müssen wir zu Fuß gehen. Aber das ist auch gut, ein bisschen Bewegung fürs Baby.
fürs Baby. Fürs Kind, Baby, Babykind. Wir haben schon ein paar Leute gesehen und wir wurden ganz schön angeguckt. Also jeder guckt uns an. Ja, das stimmt. Und in unserem Hauseingang, ne, war einer mit dem Kinderwagen und Maurice hält ihm so die Tür auf. Und ich sag so, für mich hält er nie die Tür auf. Guck so auf meinen Bauch. Der Nachbar guckt auch so auf meinen Bauch. Also. Geguckt, so. Ja. Jetzt gehen wir erstmal in die Stadt und ich bin ja oft bei DM, ne? Aber die Abteilung, die ich noch nie für mich in Anspruch genommen habe, ist die Schwangerschaftsabteilung. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Und einen süßen Babystrampler brauchen wir ja auch. Findet ihr eigentlich, wir wären zu jung für ein Kind? Also Nö. Sehen wir zu jung dafür aus? Ja. Ah, Maurice, meine Fruchtblase platzt! Ja. Meine Fruchtblase platzt! Denkst du, mir hilft irgendjemand? Nein, ich werde dir auch nicht helfen. Hey, wieso? Ah, meine Fruchtblase platzt! Tim, hör mal auf, das ist voll peinlich, Mann. Au! Hör mal jetzt auf. Was denn? Mann, komm jetzt. Oh, es ist überall grün unter meinen Füßen. Okay, Maurice, let's go zu Dingsens. DM. Hey, das sieht einfach wirklich zu witzig aus. Hä? Aber es sieht wirklich echt original aus. Sieht das wirklich original aus? Ja. Chillig. Ey, Leute, eben, ne? Das war wirklich zu witzig, ne? Da war eine Schwangere, die ist auf mich zugekommen, ne? Und ich guck so ihren Bauch an und guck so, ich so. Und sie so. Und wir hatten eine Schwangerschaftsverbindung, so eine Connection, weißt du? Das wäre ja mein absolutes Traumgeschenk. Das schenke ich dir zur Geburt. Oh, zur Geburt? Oh, hoffentlich wird es ein Mädchen. Oh, das ist so süß. Okay, ich brauche einen Schwangerschaftstee. Oh, Maurice, ich bin im Paradies. Sag mal rein, ich hab dich lieb, Müsli. Das schenke ich meinem kleinen Kind. Oh Gott, ich kann mich nicht so richtig bücken. Ach, perfekt. Soll ich mich für dich bücken, mein Schätzchen? Das wäre super lieb. Weißt du, ich hätte auch gerne einmal diesen Reiniger da unten. Ja, nicht den. Nicht den. Den daneben. Ja, genau. So, wozu ist das? Das hier müssen wir auf jeden Fall kaufen. Oh, das ist so süß. Ein kleines Monster, das unser kleines Baby vor Monstern beschützt. Schwangeren und Stillsaft. Damit ist man ganz still und nicht mehr so laut. Trinkst du den jetzt wirklich? Ja, natürlich. Nicht, dass du davon wirklich schwanger bist. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Dann haben wir ja schon mal das. Und dann gehen wir gleich zu H&M und kaufen süßen Babystrampler. Kannst du bitte bezahlen? Dankeschön. Das ist echt nett von dir. Du bist echt ein toller Vater. Ey, Kim ist so schlimm. Sie nutzt das gerade so aus. Immer wenn andere Leute dabei sind, sagt sie, kannst du das machen? Kannst du das machen? Und die anderen Leute denken ja wirklich, dass sie schwanger ist. Und ich kann da nicht als so Arschloch dastehen und sagen, nein, mach selber. Und deswegen muss ich gerade alles machen, was sie sagen. Ach, das ist ey, oh mein Gott, Tag. Ich hoffe, boah, das wird so schlimm, wenn Kim wirklich schwanger wird. Sie wird das safe auch so machen. Also jetzt brauchen wir erstmal... Oh, 9 Monate, wie soll ich das aushalten? Hallo, jetzt müssen wir erstmal hier einen Shot davon trinken. Willst du auch probieren? Nee, nicht, dass ich noch schwanger werde. Ja, schmeckt ganz in Ordnung. Ich glaube, da ist ein bisschen Babypipi drin. Oh mein Gott, meine Lieblingsabteilung. Endlich für unser Baby shoppen. Yeah. Da kullert mir fast eine Träne runter. Maurice, das ist so süß. Oh, wollen wir hier mit Peppa Wutz so ein kleines Set? Nee, wir brauchen so einen richtigen Strampler. Weißt du, Maurice, ich finde, du als Vater, ja, darfst auch heute mal aussuchen, was wir unserem Kind anziehen. Ja, das hier, Dumbo. Oh, das ist so süß, aber das ist ganz schön sommerlich. Wollen wir das nehmen? Ja. Ich habe richtig Lust auf einen Crepe. Naja, weil du schwanger bist. Und weil man nicht sieht, ob es Fett oder Schwangerschaft ist. Das Ding ist, ich wollte ja unbedingt einen Crepe, jetzt habe ich aber gesehen, dass es hier auch noch Waffelpommes gibt. Waffelpommes, das ist der absolut neueste Schrei. Ey, ihr wisst nicht, wie Kim das ausnutzt, ne? Halt das. Oh, danke schön. Normalerweise läuft es so ab, Kim läuft an einem Crepe-Stand vorbei, Kim möchte unbedingt einen Crepe. Ich sage, muss das sein? Kim sagt, ich hätte gerne. Dann sage ich, muss das sein? Dann ist es immer unterschiedlich. Manchmal bekommt Kim einen Crepe, manchmal nicht. Und jetzt war es so, dass sie einen Crepe bekommen hat. Und dann stand sie noch davor und hat gesagt, oh, ich habe so Bock da drauf. Ich kann einer Schwangeren ja nicht ihren Wunsch abschlagen. Ja, jetzt isst Kim das und Waffelpommes. Ich bekomme Waffelpommes. Die sehen absolut crazy aus. Ihr werdet die gleich sehen. Hey. Sie hat gerade gesagt, ich wünschte, dass es für immer so wäre. Nein, oder für 9 Monate. Für 9 Monate. Ey, sie wird das so ausnutzen. Irgendwann wird es dazu kommen, so, weißt du? Hättet ihr Lust darauf, dass Kim schwanger wird, schreibt es mal in die Kommentare. Safe, oder? Wenn ihr lang genug hier Teil bleibt des Channels und der Caramella Crew, dann werdet ihr das auf jeden Fall safe mitbekommen. Also abonniert. Mhm. Boah, Alter, ich bin so voll, ne? Aber man sieht es halt einfach nicht. Und ey, guckt mal, das sind einfach Waffelpommes. Die sehen wirklich aus wie so griffelte Pommes, aber das sind einfach Waffeln. Mit Nutella, oh mein Gott. Ey Mann, ihr müsst mal das ganze Bild sehen, ne, wie das aussieht mit dem schwangeren Bauch. Ich liebe mein Leben. Ja, ich merke schon. Super. Ey, Kim redet gerade vor anderen mit dem Baby und sagt, ja Mama, das schmeckt mir. Ey, die Nein, gucken so komisch. Ey, die denken so, Kim hat so einen an der Waffelpommes. Ja. Ey Freunde, ach, ihr seht's gar nicht. Dankeschön, ja, Maurice. Hä? Ich kann mich ehrlich nicht so gut bücken. Dankeschön, wirklich danke. Das ist so lieb von dir. Kann man etwas so ausnutzen? Oh
Also wir haben ja schon echt viele peinliche Sachen gemacht und uns oft, sehr oft schon blamiert. Aber das ist ein anderes Level, weil ich fühle es wirklich. Ja, das ist ja nicht blamieren, aber ich meine, so viel und so oft wie heute wurden wir wirklich noch nie angeguckt. Jeder, wirklich jeder, wir sind gerade ins Alexa gegangen, da sind ja voll viele am Eingang. Wirklich jeder hat auf Kims Bauch geguckt. Oh, was habe ich denn Bock? Oh, ich brauche safe Nutella und Gewürzgurken. Ja, bitte in die Karte. Oh, Kim. Oh, Alter. Oh nein. Maurice, ich glaube, du musst es dir mir aufheben. Das mal aufheben. Ja, oh, ich habe heute richtig Bock. Mach auf. Mach doch gerne, Kim. Oh, hier. Zarter Filet in Eier-Senfcreme. Lecker. Wenn du das isst, dann küsse ich dich 4 Tage nicht mehr. Hä? Du brauchst mich auch nicht mehr küssen. Ich bin schon schwanger, Maurice. Zu der Eier-Senfcreme, ne, passen perfekt diese kleinen Mini-Butterhörnchen. Lecker. Komm zu Mami. Willst du nicht lieber Marshmallow-Fluff? Marshmallow-Fluff? Nee, das ist mir zu süß. Ich nehme lieber Nutella. Wir haben zu Hause noch Nutella. Nein, haben wir nicht mehr. Conchitos, Maurice. Das sind meine allerliebsten zwei. Mmh. Oh nein, Alter. Ich hab grad echt Lust. Aber okay. Heute lassen wir das Bier mal im Regal stehen. Alles für dich, mein Schatz. Jetzt machst du was. Stellen wir uns ja nicht an. Maurice, ich möchte noch so ein Honest Icy Zitrone. Da ich glaube, das tut mir richtig gut. Nee, falsch. Das ist Zitrone. Zitrone. Da steht Zitrone. Kennst du mich nicht? Zitrone Honig, Alter. Entschuldigung, ich habe Stimmungsschwankungen. Danke, du bist der Allerbeste. Das ist mal eine Mono. Ja, ne? Eins oder zwei? Zwei. Ich kann sagen, einer ist ein Ja, aber ist auch schon weit. Sieht man. Ich warte draußen, mir ist ein bisschen heiß, ne, Schatz? Zwei. Also, nee. Ja. Ich krieg das gerade nicht ein. Ich kann ihr doch nicht einfach sagen, dass das fake ist, oder? Oh Gott, das war so unangenehm. Ey, vor allem Maurice steht da jetzt noch mit ihr und muss doch sich mit ihr unterhalten. Unangenehm. Hör jetzt verdammt nochmal auf damit. Ey, das macht sie die ganze Zeit. Ey, das war schon echt anderes Level unangenehm, ne? Jetzt gehen wir nach Hause. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt nach Hause. Das war jetzt schon echt anstrengend. Wir gehen jetzt nicht nach Hause und es ist auch schon ziemlich kalt. Deswegen wäre... Aua, mein Bauch. Das Ding ist, wir sind ja schon ziemlich viel gegangen und es ist auch ziemlich kalt. Deswegen nehmen wir jetzt die Bahn nach Hause. Mal schauen, wie die Bahnfahrt aussieht. So, Freunde, wir sind auf dem Weg zur Straßen, zur U-Bahn. Denn ich habe auf Instagram gefragt, was ihr so machen würdet, wenn ihr 24 Stunden schwanger wärt. Und das, was ich am witzigsten fand, war die Idee, dass wir in die Bahn gehen und schauen, wer mir den Sitzplatz anbietet. Ich meine, wer bietet Schwangeren keinen Sitzplatz an, ne? Weißt du, wer das nicht machen würde? Ich würde das machen. Du würdest es nicht machen, weil du so faul bist. Du würdest es nicht machen. Das ist überhaupt nicht wahr. Du würdest es nicht machen, hundertprozentig nicht. Oh mein Gott. Es hat einfach direkt geklappt. Kim ist so ehrenlos. Kim ist die ganze Zeit einfach sitzen geblieben. Anstatt ey, das waren zwei Stationen, Maurice. Ey, anstatt sozusagen, war nur ein Scherz. Wir haben nur ein Experiment wie gemacht. Wie unangenehm wäre das? Ey, und Kim bleibt die ganze Zeit sitzen und dann atmet sie auch noch so. Und tut so richtig, als wäre sie schwanger. Hast du nicht gemacht, ne? Ich hab nur einmal so... Ja. Aber ich habe Danke gesagt. Ja, ich war wirklich dankbar. Vielen Dank an die Frau, du bist ein echt guter Mensch. Dankeschön. Wirklich aufregend heute. Wirklich aufregend. Aber weißt du, was noch aufregender ist? Ja, Conchitos mit dem Nutella. Wie, hast du da keine Lust drauf? Nee. Wie, hä? Das ist doch das Geilste, was es gibt. Oh, endlich, Alter. Oh, einfach richtig lecker einwirken. Zeig's doch mal. Ja, nochmal mit einer neuen. Das wird dir doch sonst keiner glauben. Wieso? Das ist doch ganz normal. Boah, das ist so lecker. Willst du auch ein bisschen? Ey, ich bin so froh, dass der Tag rum ist. Ah ja, ein Senfcreme. Ja. Oh, lecker. Ich halte mir mal eben die Nase zu. Das sieht so geil aus, Alter. Du wirst heute auf dem... Ich werde heute auf dem Sofa schlafen. Du bist ja schwanger. Los! Ich mag das doch eigentlich selber. Nom. Ey, guckt mal, Leute, ne? Kurz vorm Schlafen gehen, ich will einfach nochmal Wasser, ne? Dieser Bauch ist so fett, ich kann mich nicht an den... Ah, ich kann den Soda-Stream einfach nach vorne ziehen. Okay. Eben habe ich so gemacht. Huhuhuhu. Aber jetzt stimmt. Schlau. Einfach schlau. Und in der nächsten Folge. Wir haben heute Großes vor, ja? Wir werden heute einen Fluss aus Ikea-Bleistiften bauen. Achso, falsches Video, oder? Ja. Wir werden heute den ganzen Tag uns von Ikea-Bleistiften ernähren. Achso.